schweigen. Wann soll ich denn anfangen? Vor 5 Sekunden. Ja, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend, Freunde der gepflegten Ohrverwöhnung. Willkommen beim neuesten PNs Radio. Mit dabei heute Daniel. Hi. Und Thomas. Yay. Ich glaube, wie schön das, wenn das macht, wie auch richtig schön die Stimme verstellt. Ne? Na, ist schön, ne? Schaffst du das? Schaffst du das die ganze Zeit so zu reden, Sven? Könnte ich die ganze Zeit machen, natürlich. Ist das so ein ASMR-Patscher? Und wie geht's? Also ich höre schon beim Daniel, der ist müde, der packt die Uhrzeit gar nicht. Ja, jeden Sonntag ist viel zu früh immer. Ja gut, na, wir können uns ja was anderes ausmachen, da reden wir dann später drüber. Ja, das stimmt. Ja, wie geht's, Mädels? Auch soweit. Es geht, man lebt. Man lebt den Traum. Bis auf die Uhrzeit eigentlich sehr gut. Danke. Und mein dir? Gott. Jetzt tu nicht so. Du würdest ja sowieso in 10 Minuten aufstehen, wenn du dann Besuch bekommst. Jede Woche dasselbe. Ich erwähne das halt sicher noch 10 Mal, dass es zu früh ist. Aber wie geht's dir? Ja, gut. Die Betty hat gestern einen zweiten Stich bekommen. Der geht schlechter als mir. Oh no. Hat es Nebenwirkungen? Die ist lustigerweise nicht so wie ich, weil ich war ja 3 Tage richtig krank. Ne? Aber ja. die ist einfach nur müde. Okay. Oh, Glück gehabt. Ja, definitiv. Ja, gut, wenn sonst nichts ist. Schön. Nö, bei mir ist auch alles gut. Ich habe was aufgeschrieben von letzter Woche. Ich weiß nicht, ob wir wirklich drüber geredet haben letzte Woche, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Nämlich steht da ganz groß, welcher Dino bist du? What? Ja, welcher Dino bist du? Wenn du ein Dino wärst, welcher wärst du? Ich bin so gescheit, ich wäre ein Velociraptor. Ja, aber du bist halt alles andere als schnell. Oh, es ist viel zu früh. Das stimmt, Alter. Du bist eher die Beute. Das sind solche Bastarde. Oh, das ist viel zu früh. Jetzt sind wir wieder die Bastarde. Ich fasse das nicht. Was wär's denn ihr zwei? Boah, also ich habe halt... Mr. Mega Grumpy und Mr. Mega Grumpy, warte mal. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wer ich wäre. Also ich will irgendwas, was träge ist. Ja, ich auch. Also und vor allem klein. Gibt es was kleines, träges? Ich wäre der faule Raptor, Alter. Jetzt ist ja, muss ich kurz erwähnen, der Oliver auch gerade auf den Dino-Trip. Ja, nice. Und auf Amazon gibt es eine Serie, das ist die Dino-Dana. Ja, kenne ich. Boah, das ist so ein Schrottmist, aber der liebt das. Hey, komm, aber alles ist ein Upgrade zu Pepper Woods, oder? Definitiv. Pepper Woods, dankbar sein für das, was du kriegst. Ja. Mit Dino Dana, aber ja. So geil. Also ich wäre eine prähistorische Schnecke, wenn du das so willst. Zählt das als Dino? Ja, kann man in deinem Fall zählen lassen. Yes. Kleines schleimiges Monster. Ein Kaputtops oder sowas wäre ich. Kleines schleimiges Monster. Warum schleimig? Und jetzt sag mir, dass du nicht schwitzt, ja? Ich habe noch nie in meinem Leben geschwitzt, Alter. Genau. Schwitzosaurus. Der Schwitzosaurus. Ja, wer schwitzt denn schon? Ich behalte meinen. Das ist ein Schweizersaurier, oder? Lustig, Thomas. Ja. Ich habe heute guten Tag. Heute ist das sogar lustig, oder? Man kennt es gar nicht von ihm. What? Ich bin nicht. Das gar nicht gewohnt. Wahrscheinlich schlafe ich noch und ihr raged gerade, definitiv, weil ich nicht da bin. Ja, das hatten wir schon vor 10 Minuten. Oh, ich träume da, dass du lustige Witze machst. Das kann nicht echt sein. Was für ein Albtraum. Ich ziehe mich Albtraum. Voll selber, warte. Was für ein Albtraum, dass jemand anderes als du lustig ist, Sven. Ne? Ich bin immer lustig, oder? Ich bin lustig geboren. Geboren. Okay. Sven kommt auf die Welt und der Arzt hat einen Lachkrampf. Ja. Oh Gott. Ja? So okay. Fing alles an. So fing das an, Alter. So eine Scheiße habe ich noch nie gesehen. Oh Gott, ja, Dino. Also ich habe halt keine Ahnung, wie Dinos heißen. Ne? Das ist das Hauptproblem bei diesem Ding. Dino. Der Fairness halber natürlich habe ich mir nichts rausgesucht. Das ist eh klar. Ja, was für ein Chlor? Zu viel Chlor im Schwimmbad hat er gehabt, Sven. Deswegen ist ja, ich glaube auch, Alter. Nein, es ist aber nur so viel drin, weil du immer reinpinkelst ins Becken. Mach ich aber auch nur bei dir.
Was für ein Glück, dass du dich nicht blicken lässt. Ich piss nur bei dir ins Becken. Oh Gott. So, ja, tu mal was. Ist ja schrecklich hier heute. Ja, dann zieh mal was Vernünftiges jetzt. Zieh mal was. Das erste war ja noch gar nicht gezogen. Das war einfach von letzter Woche. Ja, deswegen zieh jetzt was Vernünftiges. Okay, das Thema lautet mieseste Anime-Opening. Mieseste Anime-Opening, Alter. Schwierig. Weil die sind meistens so recht gut. Die so scheiße sind, die merke ich mir ja nicht. Na, oh ja, da gibt es schon ein paar. Das sind nämlich zum. Warte mal, welches? Ich glaube, das dritte von My Hero Academia fehlt mir gar nicht. Ich überspringe das meistens sogar schon beim ersten Mal schauen, weil mir die Intros egal sind. Ja, jetzt flamet's mich. Komm, flamet's mich. Nein, ich flame dich nicht, Daniel. Ist ja okay, dass du ein Idiot bist. Genau, was? Danke Sven. Das finde ich schön. Schön, dass es von dir kommt, nicht von mir. Nein, aber es gibt die auch tatsächlich oft. Ja, wenn man es tausendmal schon gehört hat, ne? Ja, auch beim dritten Mal schon. Nee, weil da ist mir in der Tat der Griff zur Fernbedienung zu lang. Du bist echt eine volle prähistorische Schnecke, Alter. Na, was heißt, also wenn ich schaue, dann halt meistens, wenn ich irgendwo rumliege oder so. Also immer. Ja. Natürlich, wenn ich vom PC hocke und mir da was streame, dann kann ich draufklicken, das ist egal. Egal ist 88. Also hast du definitiv kein schlechtes Anime-Intro, was dir so einfällt auf die Schnelle. Ehrlich gesagt nicht, ne. Ich gucke momentan Steins Gate und die sind eigentlich ziemlich cool, die haben fetzige Songs. Ja, wenn sie anfangen zu rappen, das mag ich gar nicht, ne. Ja, das gab's auch bei Bleach zwischendurch, man hab ich auch richtig gebrochen. Ja, stimmt, die Bleach-Openings, die mag ich auch allesamt nicht. Na doch, es gibt viele gute, aber es gibt auch richtig viel Schrott. Ja, weil Bleach ging ja auch nicht sehr weit, ne? Das hat ja auch nur 2 Staffeln, glaube ich, oder? Was? Oder, nein, Blödsinn, auf Deutsch nur 2, sowas. Ja, gut, das kann sein. Ja, na, die hast du auch auf Netflix. Oder hattest mal auf Netflix, je nachdem. Ja, ein deutscher Anime, da kenne ich mich aus. Deutscher Anime. Ja, gut, ich merke schon, da habt ihr Redebedarf. Ja, richtig. Mega, ja. Gut, dann habe ich halt vorsichtshalber gleich das nächste gezogen, nämlich das, es geht um Daniel. Na geh, okay, was habe ich schon wieder Angst? Das Thema lautet schlürfende, / schmatzende Menschen. Also jetzt ist doch ein ASMR-Podcast, wo ich schmatzen muss. Ist mir wurscht, kannst machen, denn ich mute deine ganze Spur. Was ist für Daniel? Und ich denke mir, ich weiß noch, wie wir das erste Mal, ich glaube, das ist ja beim Bundesheer, war das nicht, aber wie wir das erste Mal privat essen waren. Katastrophe. Hast du kritisiert, wie... Kritisiert? Dass ich angeblich schmatze beim Essen. Angeblich? Ich ringe um Worte. Wie er ausrastet. Wie einfach ein Mental Breakdown hat, ey. Ja, okay. Also, na gut, okay, ich gebe es zu, da bin ich halt speziell? Ich ringe um Worte. Aber das. Ah, ich kann mir richtig vorstellen, wie dein Kopf jetzt schon rot ist. Alter. Da brich ich nieder einfach. Der Kopf plätzt gerade einfach. Ja. Nein, das ist so schlimm, sowas. Ich pack das. Und oft ist es halt. Erwachsene sind seltener, aber oft sind es halt so 10-, 12-jährige Kinder, die das machen. No. Ja, drum passt es ja wieder zu dir. What? Der Fug? Ja, ne, wenn du irgendwo bist im, also in einem Lokal und dann hockt da eine Familie und dann hast du halt das 10-jährige Kind so in der Richtung. Und also der ist genau da, wo deine Blickrichtung ist, ne? Nein, der hockt dann wahrscheinlich in meiner Hörreichweite. So ist es eher. Ob ich das sehen, ist ja scheißegal, ne? Ich will es nur nicht hören. Das ist, ist halt genau dasselbe mit dem Schlürfen. Alter, wenn dein Kaffee so heiß ist, dass du ihn schlürfen musst, dann wart halt noch. Ja, dann wäre Asien aber keine gute Wahl für dich. Sowohl Japan als auch sogar Japan, sagen wir so, weil du ein Anime-Fan und alles bist. Dort ist Schlürfen nämlich ein Zeichen von Wertschätzung, dass das Essen aber schmeckt. Aber darum wohne ich ja in Würdest dort Österreich. Sterben. Bei uns ist das ein Zeichen von mangelnder Tischkultur.
Mangelnder Tischkultur. Jetzt wählt er sich wieder aus, als wüsste er, welche Worte er benutzt. Ja, ohne Spaß. Das hat er sich vorher aufgeschrieben. Jetzt hat er so damals wieder das Zorn. Kommt er wieder mit diesen komischen Drecksworten um die Ecke? Ehrlich, ey. Ja, ihr merkt schon, die sind halt einfach nur gegen mich, weil sie ja eifersüchtig sind auf meinen Intellekt. Jetzt wurde endlich enttarnt. Oh, nach all den Folgen endlich. Endlich enttarnt. Das habe ich jetzt selber nicht gesagt. So das Ende einer Staffel von einer Serie, wo die Bösewichte am Ende enttarnt werden. Genau so viel. Bösewichte. Das ist so, du bist Fritz von Thom und du bist Dr. Gruselklatze. Urgut, Alter. Wie hat der Ratentyp geheißen? Ich habe keine Ahnung mehr. Ah, das war so geil. Der Rudi Ratte, oder? Ja, genau, das war so cool. Gott. Der war aber eh gut. Rudi Ratte. Du bist der Rudi Ratte und wir sind die Bösen. Was? Der Rudi Ratte ist auch ein Böser, du Pfeife. Nein, der war doch gut, oder? Nein. Oh, shit. Hab ich alles ein bisschen vertauscht. Ich bin halt nicht so klug wie du. Ja, merke ich. Oh Gott. Nee, aber ja. Zum Schmerzen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich beobachte mich nie beim Essen. Kann sein, dass es besser geworden ist. Ich erinnere mich wirklich, dass dich das so getriggert hat, wie wir das erste Mal privat essen waren. Na, total. Dass ich mich zusammenreißen habe müssen, weil man dachte, wenn ich jetzt schmatze, dann erschießt er mich. Deswegen habe ich langsam gegessen. Man, heutzutage bin ich dann auch schon nicht mehr so sensibel, was das angeht. Früher war ich viel schlimmer. Mhm. War ich viel schlimmer. Ja. Das könnte auch eine Krankheit sein, ne? Es gibt sicher eine Phobie dafür, es gibt für alles Phobien. Nein, er meinte das Schmatzen. Wenn du schmatzt, könnte das sein. Nee, ich meine schon dich. Thomas. Er meint dich. Das habe ich richtig verstanden. Nee. Ja, ich meine schon dich, Thomas, ja doch. Nee. Doch, es gibt eine Krankheit, dass man auf manche, so also gerade Essensgeräusche, extrem drauf reagiert. Das nennt sich. Jetzt bin ich gespannt. Weiß ich nicht mehr. Schmatzoritis. Nee, Misotrophie oder irgend so ein Bullshit. Es hat einen Namen und ist auch anerkannte Krankheit, Thomas. Also du kannst dich. Das ist wirklich eine Phobie, okay. Es habe ich mal auch gedacht, dass es das gibt. Na, Trophie, hat er nicht gesagt, Phobie. Ja, genau, Trophie. Das ist tatsächlich Geräuschempfindlichkeit. Trophiephobie. Und je nachdem, was für Geräusche da halt reinflattern. In deinem Fall Schmatzoreio. Ne? Kriegst halt einen Ausrastelli. Einen italienischen Ausraster? Ja. Also es heißt Misophonie? Misophonie, Entschuldigung. Sag ich ja. You should go see a doctor. Immediately. Ja, davon will er jetzt nicht sterben, das ist jetzt nichts Schlimmes, aber... So wie er sich darüber aufregt, kriegt er zum Schluss dann... Ich habe gesagt, heutzutage nicht mehr. Es war früher schlimmer. Stimmt, ja. Die wilden Tage. Du hörst mir halt einfach nicht zu. Nein. Was? Thomas, hier hört eigentlich keiner zu. Ist der Thomas eigentlich schon da? Oh, schon feiert, piu, piu. Na, der funktioniert nicht, du hast ja mit mir gesprochen schon. Ja, da kommt... Also dafür bekommst du nur 2 von 10, Daniel, der war nicht gut. Kommt halt mal wieder mir dir unterlegener Intellekt zum Vorschein. Ja, das merkt man direkt halt, ne? Ihr seid beide so Wurstäumel, ey. Wurstäumel, das finde ich schön. Das gefällt mir. Also, Sven, sag mal eine randome Zahl zwischen 1 und 35. 24. Boah, ich jetzt fast erraten. Ah, den fand ich gut. Geistheiler in real life. What the fuck? Hey, ich will auch. Ja, du sagst dann später. Ach so, ich habe gedacht, das ist das neue Thema. Okay. Das ist das neue Thema, Geistheiler in real dachte, life, what the dachte, fuck. Das war sein altes Leben, so im Jahr 1754 oder so. Nee, das hatte ich letztens, hat mir eine Kollegin von erzählt, dass ihre Schwester und ihre Mutter, die sind ja voll so auf Spurblo unterwegs, also und die sind zu einem Schamanen gegangen, der sie halt gereinigt hat, damit sie ja nicht krank werden und beziehungsweise diese Reinigung verhindert, dass sie krank werden können. Dafür haben sie halt hingelegt 200 Euro. Und ich dachte so, scheiße, ich bin in der falschen Branche. Spiel war WoW-Schamane, zählt das? Kriegst keine 200 Euro für den Raid. Genau. Ja, ich heile auch nicht, das stimmt. Ja, ne. Also ja, was haltet ihr von solchen Leuten? Das ist ja... Oh. Schwierig. Ich würde... Ein Teil von mir glaubt dran und ein anderer nicht. Ja. Schwierig. Ein
der Teil, der von mir dran glaubt, ist der, der dran glaubt, dass der dir Gutes tun will, keine 200 Euro dafür verlangt. Schon mal geschaut, was Krebsmedikamente kosten? Meinst du jetzt elaborate? Kommt auf den Krebs an. Naja, aber was eine Behandlung im Krankenhaus kostet? In Österreich kommt das Krankenhaus an. Oder wenn du Krebs hast. Ja, aber weil du gesagt hast, der nimmt keine 200 Euro dafür. Es ist ja wurscht, ob es die Krankenkasse zahlt oder du zahlst. Der nimmt trotzdem die Kohle dafür, das meine ich. Ja, für mich ist ein spiritueller oder spiritueller, je nachdem wie du es aussprichst, Heiler jemand. Ein Scharlatan. Der dir Gutes tun will, aber kein Geld dafür verlangt. Also wenn du mich zum Lachen bringst, dann heilt mich das mehr als jemand, der 200 Euro dafür verlangt, dass er mir die Hand am Kopf legt. Das ist schön, dann schicke ich dir ein Foto von mir, dann musst du immer lachen. Ein was? Ein Foto von dir? Ja. Da muss er eher weinen. Oh, da war's jetzt. Das war schön. Lachen war das Sven, Entschuldigung. Nee, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich finde für sowas Gutes, ich meine, ein Arzt verlangt auch Geld. Das ist schwierig. Schwierig. Ich verlange auch Geld. Wurde sowas jemals wissenschaftlich nachgewiesen? So wie Globuli, ne? Okay. Ein Teil von mir glaubt dran, ein 50-50, ne? Echt? Ja, schon, ja. Krass. Der Daniel ist halt krass spirituell. Merke ich schon. Bin beeindruckt, Daniel. Ja, Sven, deine Meinung? Ja, das ist für mich alles Bullshit. Danke, sehe ich auch so. Da gehört für mich halt noch so viel mehr dazu. Auch. Es gibt halt, es gibt eine, es gibt, pass auf. Für mich ist, es gibt einen Unterschied zwischen jemandem, zwischen einem Heiler, der, also ein Arzt, der dich von mir aus auch mit pflanzlicher Medizin heilt, der halt keinen Bock hat, dir Antibiotika zu geben und so. Das zählt für mich auch dazu, ja. Das ist cool. Aber jemand, der sagt, ich lege meine Hand auf deinen Kopf und dann ist dein Chakra gereinigt und dann geht es dir besser, das ist ein Spasti. Den finde ich halt nicht in Ordnung. Da wäre dann halt wieder, das wäre dann halt wieder glaubwürdiger für mich, wenn der zum Beispiel Akupunktur oder irgendwas macht oder eine Massage. Aber Akupunktur macht zum Beispiel, mein Hausarzt bietet Akupunktur an. Ja. Dafür musst du kein Geistheiler sein, dass du Akupunktur machst. Das zählt für mich halt auch sowas dazu. Naja, Akupunktur ist aber wieder was Wissenschaftliches, das ist wieder erwiesen. Mhm. Also das ist, ja. Das ist ja keine Homöopathie oder wie das heißt. Und was? Ja. Wo waren deine Kolleginnen da? Ach, nicht meine Kollegin, die Schwester und die Mutter von einer Kollegin. Oh, von mir. Sorry. Die sind da ganz krass unterwegs. Die sind auch so unterwegs. Ja, im Herbst, da sterben dann die Leute. Die ist die Buchhaltung bei uns und die macht halt die Buchhaltung für andere Firmen auch noch. Und da meinte dann einer von ihren anderen Chefs, ja, er zieht jetzt einmal das nächste Dreivierteljahr nach Südamerika und dann kommt er wieder, wenn die ganzen Häuser da frei sind und kauft sich die ganzen Grundstücke, wenn die Leute alle gestorben sind. Warum sollten die Leute sterben? Wegen ja, an der Impfung, Welle, an der so. Impfung. Die Impfung bringt Leute um. Aber erst im Herbst, eigentlich. Aber erst ab Herbst sterben die Leute. Also ich bin gespannt, weil ich war einer von den Ersten, die geimpft wurden. Ja, aber das ist ja auch schwierig, ne? Wenn sterben alle gleichzeitig, die geimpft sind, oder hat das schon eine Reihenfolge mit, wann du geimpft wurdest? Das kommt wahrscheinlich auch darauf an, was du gespritzt gekriegt hast. Ach so, ja, okay. Ich war in der Placebo-Gruppe. Also ich bin mir ziemlich sicher, also die Zombie-Apokalypse kommt und die Leute, die Pfizer bekommen haben, wenn es Zombies. Okay. Zu schnellen. Die Leute, die AstraZeneca bekommen haben, wenn es langsam. Sputnik wird mega schnell und Johnson & Johnson kann immer noch sprechen, wenn ein Zombie ist. Und was werde ich mit Moderna? Weil davon gab es nicht viel. Einfach nur Matsche. Oh, ich werde Matsche, das finde ich schön. Das wären die Elite-Dinger, wenn es da nicht viel gab davon. Special Forces. Special Zombie Forces. Oh, scheiße, das sind alles Deutsche. Ne? Bei uns wird Moderna ganz normal verspritzt. Alter, Zombie-Nazis, die kommen, Alter. Ja, ohne Scheiße. Mit bei euch auch nicht eher Pfizer verspritzt? Beides. Ah, na, bei uns kriegst du gar keinen Moderna mehr. Bei uns gibt es das noch. Da, wo ich gefixt wurde, gab es das auch noch. Und die haben, bei uns machen die jetzt in Duisburg immer so Impfdinger, so Impfzelte, kannst einfach hingehen und wenn du Bock hast, dich zu impfen, gehst du nicht. Spontane Dinger, gell, die überall bei uns ist auch jetzt ihn, ja, die schlagen irgendwo ihr Lager auf und dann, ja, stellst du dich an. Aber bei uns am Hauptbahnhof zum Beispiel, ne, also relativ gut besuchter Ort, da kriegst du entweder Moderna oder Johnson & Johnson. Ich glaube, du kannst es dir sogar aussuchen. Johnson ist einmalig, gell? Der ist einmalig, ja. Drum ist das halt optimal für so eine Pop-Up-Station, ne? Weil du nicht eigentlich schon, zu einer Nachimpfung gehen musst. Genau. Anyway, zurück zum Thema.
Was war das Thema? Ich hab's vergessen. Schamanismus, Alter. Alle Menschen zu respektieren und auch deren Tun. Nee. Möglicherweise ist was dran, man weiß es nicht. Aber also ich glaube nicht. Also dieses spirituelle Zeug ist genauso wie Religion, da halte ich nicht viel von. Mhm. Da kriegst du mich nicht mit. Mich ja. Auch nicht. Oh, mal schauen, wie viel haben wir noch durch? Ich glaube, eins wird noch gehen. Ja, eins geht noch. Daniel, Zahl zwischen 1 und 34. 27. 27. Ah, das ist schön. Das ist was Deepes. Ne? Ihr kennt das ja, wenn Leute betteln, ne? Nein. Nein? Okay, betteln das ist. Na, Geld. Weißt du, wenn es da sitzen und gib mir hast so, einen Euro. Okay. So, und was. Jetzt geht es darum, nämlich wenn du solchen Leuten halt anstatt Kohle, weiß ich nicht, ein Wurstbrot gibst. Das wollen die nicht. Das wollen die nicht, genau. Ja, die wollen ja auch Geld haben. Ja. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist. So, aber jetzt kommt mal hier so ein Deep Talk. Ewig schon spannend. Mal nicht sowas. Bei uns ist das nicht so. Mehr, meine ich. Ja. Das ist quasi, ich möchte sagen, eine Mafia. Ja. Eine Battle-Mafia. Ja. Da werden einfach nur Verkrüppelte oder Omas oder was auch immer hingestellt, die Geld betteln. Mhm. Und am Ende des Tages gehen die zu ihrem, ich sag mal, Zuhälter, Bettelzuhälter und geben die Knete ab. Oh Gott. Genau. Und das ist, glaube ich, unfassbar verbreitet. Und deswegen, wenn da jemand sitzt und bettelt, gib ihm nichts, Mann. Er hat nichts davon. Genau, ein Wurstbrot gebe ich ihm. Das kann er gleich verdrücken. Ja. Kann er eben nicht. Das Wurstbrot muss er auch abgeben dann, oder? Nee, ich dachte, drücken so Spritze, aber ja. Was? Hä? Ja, das sind eigentlich nur also Drogensüchtige, Alter. Denk doch mal nach. Hat, okay, jetzt kenne ich mich aus. Ich hatte das vor, ich glaube, ich habe es euch hier erzählt, da bei uns gibt es die Augustin-Verkäufer, ne? Also, ja, die Geschichte kenne ich. Hat man ja, das im Cast oder hat man das nach dem Cast? Ich weiß nicht, ob man das hat. Der Typ, der so mir auf die Pelle gerückt ist dann, ne? Ja. Weil du so ein schöner Mann bist. Nein, die wollten mich halt einfach ausrauben, die Penner. Verstehe ich. Erzähl halt nochmal. Ja, da hat sich einer als Augustin-Verkäufer ausgegeben und ist mir zu weggerührt und. Für die Deutschen, das ist ein 50-50-Verkäufer. Was ist 50-50? Auch so eine Billigzeitung? Ja, genau. Halt ja. Anstatt dass die Leute einfach nur rumsitzen können, dass die Zeitung verkaufen, ne, quasi. Ja, deswegen habe ich es kurz aufgeklärt. Ja. Auf jeden Fall. Der hat sich da, also ich bin mir ziemlich sicher, dass der kein offizieller Verkäufer war, den habe ich auch nie wieder gesehen dort. Ich glaube, der hat einfach nur so zwei Augustin-Zeitungen in der Hand gehabt und sich ausgegeben als Augustin-Verkäufer. Jedenfalls rückt mir die voll auf die Pelle, dass ich ihm bitte was geben soll, weil er hat so einen Hunger. Und ich merke dann schon, wie sein Kollege dann auch so auf einen Meter rankommt, der daneben steht. Ich habe noch nie zwei Augustin-Verkäufer verkauft. Nein, das war kein Augustin-Verkäufer, das war halt einfach auch nur ein, ja, ich sag's halt jetzt, wie es ist, ne? Mann mit Migrationshintergrund beide. Ja, die halt dann so da standen, so mitten in der Pandemie, so einen halben Meter von mir weg beide. Habe ich voll Bock drauf. Mhm. Geil. Und wie kommst du drauf, dass die dich ausrauben wollten? Nein, weil der eine, weil ich ja. Den einen, der hat gesagt, ob er einen Euro haben kann, ich gesagt, ja, da bitte einen Euro, kaufst du was. Und ich zücke halt mein Geldbörse und so wie ich meine Börse in der Hand habe, kommt der zweite daher. Mhm. Darum dachte, also nicht ausrauben, sondern ich glaube, ja, der wollte einfach nur schauen, wo mein Geldbörse sitzt und mir das fladern. Little does he know, dass du eh nichts drin hast. Das ist das Gute, weil ich zahle fast alles mit Karte. Ja. Das Einzige, was dann natürlich scheiße ist, die ganzen Sachen, die drin sind, Führerschein, E-Card. Ja, die haben halt deine Adresse und so, das ist halt alles immer nicht so cool. Na, woher hätten sie meine Adresse? Die steht ja nicht im Geldbörsel. Hast du keinen Personalausweis, wo die draufsteht? Nee, sowas gibt es bei uns nicht. Oh, niemand hat einen Personalausweis. Na, es gibt schon einen Personalausweis, den müsstest du dir extra machen lassen, aber. Macht aber keine Sau. Genau, weil der Führerschein, okay. Weil der Führerschein ein offizielles Dokument ist. Ja, okay, gut. Das ist klug. Na ja. Vielleicht müsste ich dann schon meine Impfpass habe ich auch im Geldbörsel, also das wäre natürlich scheiße, wenn der weg ist. Oh, ist nochmal. Ja, oder? Einfach nochmal reinimpfen. Ja, das, ja. Aber wie gesagt, ich habe den nie wieder gesehen danach, also ich glaube, der war kein echter Augustin-Verkäufer. Ja, meistens haben die einen fixen Standort, ne, wo die
Oft, ja. Und da habe ich, nicht drauf geschaut, die müssen nämlich auch einen Ausweis offensichtlich tragen. Müssen sichtbar tragen sogar. Und da habe ich nicht drauf geschaut, ob der einen Ausweis hat, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich nicht aufpasst. Ich kenne nur liebe Augustin-Verkäufer. Ja, die sind am meisten keinen, so der dich um einfach Geld fragt oder irgendwas. Ja. Die tratschen mit dir und wenn du ihnen einen Kaffee oder so von Billern mitbringst, freuen sie sich drüber. Genau. Ja, aber niemand fragt dich um irgendwas von denen. Naja, das machen sie normalerweise nicht, das ist richtig. Also ja, da glaube ich, hatte ich nochmal Glück. Ja. Hat halt einen Euro abgesnackt von mir. Ja, passt eh. Weil du Karma-Punkte sammeln wolltest, Alter. Ja, hast den Schrecken deines Lebens gekriegt. Oh, du wirst es nicht glauben, dass ich eigentlich relativ spendabel bin, wenn jemand mich um was fragt. Wirklich? Du glaubst mir das nicht? Erinnere dich mal ans letzte Monat-Kalender. Wie er direkt aufrastet. Ja, wirklich. Also, weil ich das jetzt als Frechheit empfinde von dir. Hallo? Nein, du bist tatsächlich sehr großzügig und spendabel, das stimmt. Vor allem, weil du von meinen Freunden am meisten profitierst. Vielleicht sollten wir mal jemanden besuchen, der deine Wut in den Griff kriegt. Vielleicht sollten wir doch mal zum Schamanen mit dir, Alter. Ja. Du könntest mir auch einfach einen Sandsack kaufen, da drucke ich mal ein Foto von euch beiden aus und geht schon. Die bringen dir dann bei, dass du Kampfrausch nicht immer auf Cooldown halten musst. wenn ich Podcast anfange, dann läuft dann die Kampfrausch-Nachwirkung noch, die ich vorher geboxt habe. Ne? Geht sich dreimal aus pro Podcast. Naja, merkt ihr, es ist ein regelmäßiger Abstand, ne? Ich bin ja nicht dauerhaft. Immer nur einmal die Woche. Einmal die Woche, ja. Einmal die Woche am Sonntag. Oh, geil. Die ganze aufgestaute Wut von der Woche, die entlädt sich. Ach so, aber für ein Thema ist jetzt schon zu spät. Also wir machen Daniels Dino-Minute. Really? Ja. Ja. Das wird durchgezogen, weil du dich nie vorbereitest. Ich bin diesmal vorbereitet. Das hast du letztes Mal schon gesagt. Und jetzt googelst du wieder Random Dino Fact. Nein. Ja. Ich höre dich tippen. Ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet. Nee. Aber Dinosaurier haben nie aufgehört zu wachsen. Ne? Selbst wenn die jetzt 70 Jahre alt worden sind, weil die so alt worden sind wie wir, was wir vor 2 Folgen gelernt haben, ja, sind die immer noch gewachsen. Selbst vom Jahr 69 aufs Jahr 70. Und warum? Get the fuck out with your stupid follow-up questions, Alter. Nein, weil das Reptilien halt so machen. Ja, ihr wollte ich gerade sagen, das machen ja Reptilien heute auch noch. Weil das Reptilien so macht. Genau. Aber warum ist man sich eigentlich sicher, dass Dinos Reptilien waren? Weil sie Eier gelegt haben. Was ist das denn jetzt? Na gut, Vögel legen auch Eier. Ja gut, aber die fliegen ja auch in der Regel. Und nicht alle Dinos fliegen. Vögel sind ja auch mit Reptilien verwandt. Das ist richtig. Oh, ja, siehst du? So weit hatte ich nicht gedacht, danke. Man hat halt überlegt, entweder sind es Reptilien oder Fische. Und Fische war Unsinn. Ja klar, am Land sind Fische Unsinn. Und deswegen waren es Reptilien. Weil dein Kleiner jetzt so auf die Dino-Dana steht. Ja. Ein paar, Gib ihm die Extreme Dinosaurs übrigens. Ja, nein, ich habe was anderes, erzähle ich euch gleich. Aber red weiter, Daniel. Dinosaurier heißt übersetzt aus irgendeiner Sprache, ich glaube griechisch oder so, je ne sais pas, Schreckensechse oder Schreckenechse. Das kannst du sagen, dann ist es viel cooler für ihn. Urgeil. Auf jeden Fall, ich habe nämlich, letztens war ich auf der Suche nach meinen Highschool DD-Mangas, weil ich die Serie jetzt endlich mal vervollständigen wollte, beziehungsweise mal weitermachen wollte. Also ich kaufe mir relativ gern Mangas zu lesen einfach, ne? Und dabei bin ich gestoßen auf, kennt ihr noch dieses ewig alte Dino-Magazin, wo es früher das T-Rex-Skelett drinnen gab? Ja, klar. Ja, die Hefte habe ich noch alle. Oh, ich glaube, ich habe die auch irgendwo am Dachboden. Urgeil, oder? Im Keller von da oben. Waren alle nicht, weil ich hatte das Ding nie vollständig dann. Das war das coolste, ever, das Magazin. Ja. Und diese wie viele Teile waren denn das? Ich habe keine Ahnung, es waren urviele. Weil du hast ja später noch eine Außenhaut dazu gekriegt von dem Ding. Alter, das ging über Monate. Nicht, das ging über Jahre, glaube ich. Das war urorg, wenn du einen Teil verpasst hast, warst du im Arsch, Alter. Ja, definitiv. Ja. Oh, da ist ein cooler Fact. Einige Dinoarten waren faul, mehr steht da nicht. No shit, also ich bin der Beweis. Also ich mich. Das ist doch was für uns, nice.
Da sehe ich mich aber auf jeden Fall. Die drei Faulosaurier, Alter. Die drei Faulosaurier. Boah, dafür hätte ich gerne ein Bild. Kann man das bezeichnen? Die drei Faulosaurier, wir drei. Ja. Cool. Dino-Brüder. Ja, also das sind die Biber-Brüder, nur Dino-Brüder. Oh Gott, die Biber-Brüder, das war doch schrecklich. Das war wohl gut. Der scheiß Rohrpost. Hat gleichen kulturellen Standwert wie Stellenwert, was weiß ich, ne? Wie, hast du schön gesagt. Wie Cat-Dog, Alter. Okay, aber Cat-Dog war eine Katastrophe, finde ich. Nee, Biber-Brüder und Cat-Dog waren geil. Das ist so wie Cow and Chicken, ey. Das ist so wie Rokos modernes Leben. Oh Gott, nein, wow. Oh. Das pack ich gar nicht, ey. Du wirst noch viel erleben. Was haben wir noch? Die Tex Avery Show. Wow. Geil. Ekelhaft, wirklich. Wir sollten mal alte Kinderserien schauen. Ja. Das machen wir in unserem Männerwochenende, ne? Das schauen wir. Hört sich gut an. Da trinken wir Bier und schauen auch ein großes modernes Leben. Und dann gibt's drei Suizidfälle, Alter. Ich weiß schon, wer sich als erster umbringt. Ja. Warum Suizid? Wow. Ich werde es so aussehen lassen. Als ob du klug genug für sowas bist. Da sind wir wieder bei den Aggressionen. Außerdem hast du dich gerade verraten. Ja, fahren wir lieber nicht sonntags. Verdammt. Außer du schneidest das jetzt raus. Dann weiß es niemand. Nee, es ist zu viel Arbeit. Ja, da verraten wir sich lieber, gell? Oh Gott. Sven, Abmoderation, jetzt. Hopp. Alles sag klar. Ich. Liked unseren Scheiß, kauft unseren Merch. Tschüss. Naja, was ziemlich cool ist, ich streame jetzt regelmäßig Hand Showdown und auf YouTube gibt es jetzt Zeug. Nämlich das Sven und ich spielen Pokémon Unite. Da kam gestern die erste Folge. Ich bin richtig auf Level 6, ja. Und sie war großartig. Guckt es euch an. Ja, Sven, spielen wir heute wieder. Nehmen wir heute wieder was auf. Okay. Streamt sie das über die Switch, oder was? Ja. Wo spielt sie es auf der Switch, ne? Ja, es gibt es ja nur auf der Switch. Aktuell gibt es nur auf der Switch. Okay, dann habe ich mich verlesen. Ich habe gelesen, dass es für Smartphones auch rauskommt. Oder kommt, aber gibt es. Kommt, aber erst im September. Ja. Also wusste ich, dachte, das ist schon. Nö, no. Bis dato nur Switchy. Ich bin halt nur schlecht, ne? Ja, ist egal, spiel mit. War schon einmal MVP beim allerersten Game und seitdem kriege ich nur mehr aufs Maul. Ja, perfekt. Das spielt doch nicht mit uns. Nur mehr aufs Maul ist übertrieben. Ich habe 3 oder 4 Games gespielt und davon Hälfte gewonnen, Hälfte verloren. Also. Cool. Ah, ich habe eine 80%ige Winrate momentan, laut Statistik. Krass. Ja. Ich hab die gestern runtergefahren auf 60. Geil. So muss das. Ja. Also dann, danke fürs Zuhören und tschüss. Ciao. Baba.